Willkommen zu einem kleinen Rundgang in der Stadt Neuenrade. Los geht es mit dem im Zentrum stehenden Rathaus. Das Amtshaus entstand 1913-1914 nach den Entwürfen des Dortmunder Bauinspektors Uhlig. Im Eingangsbereich zu sehen ist ein Sockel, der aus Steinen der Stadtmauer von 1355 erstellt wurde. Auf dem Sockel befindet sich ein Modell der Stadt Neuenrade um 1600. Neuenrade wurde ab 1353 als planmäßige märkische Gründung im Zuge der Grenzbildung zu Arnsberg errichtet und erhielt am 25. Juli 1355 von Graf Engelbert III. Von der Mark das Stadtrechtsprivileg. Der rechteckige Grundriss mit drei parallelen Hauptstraßen hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Die Befestigungsanlagen, Stadtmauern, Tore und Teiche, wie auch die in der nordwestlichen Ecke der Stadt gelegene landesherrliche Burg, existieren nicht mehr. Wie für das Rathaus lieferte Bauinspektor Uhlig auch die Entwürfe für die 1911 errichtete Burgschule. Zu den denkmalgeschützten Gebäuden zählt die evangelische Kirche in unmittelbarer Nähe von Rathaus und Burgschule. Eine um 1360 errichtete Marienkapelle stand am Südrand der Planstadt. Die Pfarrrechte wurden 1366 verliehen. Bis 1564 dauerte die ursprünglich katholische Ausrichtung, als der Reformator Hermann Wilken die Neuenrader Kirchenordnung verfasste und damit evangelisch ausgerichtet wurde. Der rechteckige Predigtsaal wurde 1786-1787 erbaut. Der ältere Westturm wurde wohl im 14. Jahrhundert errichtet. Die bauliche Masse und die schmalen Fenster unterstreichen seine Funktion als Wehrturm. 1904 wurde der Quaderputz aufgetragen und die Wände sind durch hohe Rundbogenfenster gegliedert. 1927 wurden die Portalvorbauten angefügt und im Innenraum wurde eine dreiseitige Holzempore eingezogen, auf der ein altes Kastengestühl steht. Engels Darstellungen zieren die Spiegeldecke. Der Kanzlerorgelprospekt mit den geschwungenen Emporen wurde mit dem Neubau des Langschiffs eingebaut.